Ja, hey Leute und willkommen zurück zu We Play Old School, heute an diesem wunderschönen sonnigen Montagnachmittag. Ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Tipps and Tricks. Ja, ihr habt richtig gehört, GTA 5 Tipps and Tricks, das heißt Story-Modus und nicht Online-Modus. Liegt ganz einfach daran, weil mir hat da mal jemand unter die Comments von meinem Video ohne Propeller fliegen, GTA Online Tipps and Tricks war es, ohne Propeller fliegen, hatte mir jemand drunter geschrieben, der XXGCDXX war's. Kannst du nicht mal was mit GTA 5 machen, was nicht online ist? GTA Online ist einfach Kaka. Und er hat es damit begründet, weil er keinen Bock hat, online zu zocken und weil er auch nicht einsieht für Xbox Live Gold Geld zu bezahlen. Ja, und ganz genau darum stehe ich hier mit Trevor in der Gegend rum im Story-Modus von GTA 5, weil ich hatte mir mal was rausgesucht. So einen kleinen Trick, so einen kleinen Tipp, so ein kleines, na, ich will nicht sagen Easter Egg, aber so ein kleines Geheimnis, ja, das passt vielleicht besser, so ein kleines Geheimnis, was garantiert noch nicht so viele von euch kennen oder vielleicht sogar auch die wenigsten von euch. Also, passt mal auf. Wenn ihr mit Trevor unterwegs seid, ich spring mal eben von seinem Wohntrailer hier runter. Es ist übrigens auch schön sonnig hier in Sandy Shores gerade. Wenn ihr hier runterspringt, wenn ihr auf die Veranda von seinem Wohnwagen-Trailer geht, dann seht ihr doch hier so eine Art, was ist das hier, so ein indianischer Windfänger heißen Teile so? Ne, Traumfänger, seht ihr so einen Traumfänger? Eine Büchse, Farbe, ja, hier schön, ich glaube hier so ein, das Reizenzeichen an der Seite dran, ja, wie heißt es nochmal? Mensch, ich hab's schon wieder vergessen. Traumfänger, Büchse, Farbe und so eine Art Teil hier, was soll das sein? Also ein kleiner Schwamm und der ist allem Anschein nach mit Benzin getränkt, ja. Ich meine, allein hier diese Kombination ist ja schon der Hammer. Ein Traumfänger, eine Büchse Farbe und eine Art Lappen oder Schwamm. Ich schätze mal, das ist doch ein Lappen, der in Benzin getränkt ist, ja. So Trevor auf spiritueller Selbstsuche, ja. Trevor auf spiritueller Suche nach seinem Ich, nach seiner wahren Persönlichkeit, nach seiner wahren Person. Vielleicht doch hat es was mit seinem Arm zu tun, whatever, ja. Jedenfalls, so heißt ja auch die Folge GTA 5 Tips and Tricks. Drogentrips mit Trevor. Und das werden wir mal ausprobieren. Nämlich, wenn er hier rangeht und steht hier oben, seht ihr, drücke Digipad nach rechts, um Benzin zu schnüffeln. Da hält er sich hier diesen in Benzin getränkten Lappen vors Gesicht, an seine Nase. Und dann passiert Folgendes. Ihr seht so eine Art Farbverschiebung, so rot, grün, blau, irgendwie Verschiebung, ja? Und pass mal auf, was jetzt passiert. Trevor am Trippen. Ja, das passiert, wenn ihr diesen Drogentrip macht, wenn ihr diesen Lappen da mit Benzin vor eure Schnauze haltet, dann passiert genau das. Er hat einen fiesen Drogentrip, also da verschiebt sich alles so, das hat sowas ein bisschen von einer 3D-Brille auch, dieser Effekt. Und er landet irgendwo rings um Sandy Shores. Ich zeig's nochmal hier, wir sind genau hier gelandet. Keine Ahnung, was der gemacht hat und es sind mittlerweile um die 6 Stunden vergangen. Ja, also irgendwas Abgefahrenes hat er ja gemacht in der Zeit, er ist irgendwie rumgewatschelt und ist auf einmal auf diesen Art, was sind das, irgendwelche Wassertürme oder Silos gelandet mit diesen Aliens drauf und er weiß auch nicht, wie er hingekommen ist und er fängt so ein bisschen an zu philosophieren, erzählt so ein bisschen was über sich selbst, ja, dass ihm alles wehtut und erzählt auch was über seine Vergangenheit, über seine Schwächen, ja, die kommen da, die werden da offenbart, aber pass mal auf, wir machen es einfach ein paar Mal, weiß ich, so 3, 4, vielleicht 5 Mal, ja, dass ihr mal gesehen habt, wo Trevor dann überall landet, an welchen Stellen der landet, während er hier seinen Drogentrip mit Benzin hat. Wir sehen uns nach dem Cut, Leute. So, Leute, wir sind wieder zurück. Drogentrip Nummer 2. Und ihr habt es ja gesehen, ich habe mich übrigens umgebracht gehabt, ja. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, um schnell wieder zu Trevors Haus, zu Trevors Veranda zurückzukommen, wo dieser mit Benzin getränkte Schwamm liegt, weil ihr spawnt ja dann immer in dem Krankenhaus von Sandy Shores, weil der Drogentrip
Da, wo Trevor nach dem Drogentrip landet, das ist immer rings um Sandy Shores, ja, dass hier, er kommt ja sofort immer ins Krankenhaus zurück, kommt sofort wieder auf die Veranda und den Trip neu beginnen. So, Ron schießt hier auf ein paar Flaschen, den lassen wir mal dabei in Ruhe. Wir haben es momentan 7.43 Uhr nach meinem Krankenhausaufenthalt. Wir haben wieder unsere Büchse Farbe, den Traumfänger und den Lappengetränk mit Benzin. Drogentrip Nummer 2. Oh, wir haben jetzt hier diese schöne 3D-Farbverschiebung, also wieder so eine komische alte Oldschool-3D-Brille schaut, so Rot-Grün-Verschiebung irgendwie. Cooler 3D-Effekt. Ja, auf jeden Fall ganz witziger Filter. So, mal schauen, wo er jetzt aufwacht. Einkaufswagen. Swimmingpool. Alter Swimmingpool, oder? Nee, ist das ein Swimmingpool? Nee, auf jeden Fall ein Einkaufswagen. Ich sehe eine Menge Müll in der Ecke liegen. Ah ja, okay. Das ist. Müsste vor dieser Tierhandlung sein. Ja. Ja, das ist nicht gut, gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Nicht mal im Entferntesten gut und es. Ja, komm, weiter. Gar kein Spaß, ich liebe es, Zölle. Ja, so eine Hassliebe, ja. Trevor und die Drogen, einerseits liebt das, einerseits hasst das. Okay, ich würde mal sagen, wir springen zu Drogentrip Nummer 3. So, wir stehen kurz vor Drogentrip Nummer 3. Es ist 7.34 Uhr in GTA. Ron ist weg. Und ich habe wieder Bock, mir diesen mit Benzin getränkten Lappen ins Face zu halten. Da ist wieder der Traumfänger. Mal sehen, was wir heute wieder für wunderschöne Drogenträume erleben mit Trevor. Wieder aufwacht. Ich schaue übrigens dann mal auf die Uhr. Es müssten 6 Stunden sein. Wenn wir die Zeit in Erinnerung behalten. 7.34 Uhr war es. Jetzt muss 7.40 Uhr sein. Kurz vor 8 circa. Hallo. Wo wachen wir diesmal auf? Irgendwo am Strand? Oh, Mama. Das sieht aus, ja. Wie so ein neugeborenes Baby, was überhaupt nicht weiß, was los ist. Sieht das erste Mal das Licht der Welt. Ja. Das passt ja sogar. Er ruft nach seiner Mutter. Er hat sich gerade so gefühlt, wahrscheinlich wie ein alleingelassenes Baby. Wahrscheinlich hat er so über seine Kindheit, sich an seine Kindheit zurückerinnert, gefühlt hat gehabt. Hat nach seiner Mom geschrien. Ja, Trevor hat eine schwierige Kindheit gehabt. Ja, deswegen ist er wahrscheinlich so extrem gestört drauf hier, unser Kumpel. Ja. Gibt auch da so eine Mission mit seiner Mom, wo ich für sie ja da Pillen besorgen muss. Das ist eine ziemlich dominante Tussi. Vielleicht ist unser Trevor auch gay. Ich habe keine Ahnung. Okay. Der ist hier bei so einem, bei diesem großen Ball gespawnt. Das ist hier so eine Art Hütte. Ich glaube, so eine Art Touristenkiosk, ne? Ein Juice-Stand. Irgend so ein Saftladen. Ein richtiger Saftladen ist das hier. Ist von einem Saftladen gespawnt. Und ich schaue mal kurz auf die Karte, wo es ist. Ja, ich wollte nochmal kurz auf die Zeit schauen, wie spät haben wir es. 14:19 sind ungefähr 6 Stunden vergangen. Ja, wir sind hier irgendwo, naja, wir sind eigentlich in den Vine Hotels schon relativ weit außerhalb von Blaine County gespawnt, von relativ außerhalb von Sandy Shores gespawnt. Na egal, mal schauen. Ich werde mal diesen fetten Ball hier runterkicken. Das könnt ihr mich machen. Bam. So, der rollt denn und rollt denn und rollt denn. Rollt auch schön den Zaun um. Krass, wie stabil das Ding ist. Das ist ja nur so ein Plasteteil. Ja. Rollt dann den Berg runter. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Teil auch verfolgen. Der rollt dann auch ein paar Touristen rum. Wenn da ein paar Tiere rumstehen, dann werden die auch noch mit weggerollt. Das schon mal, da waren so zwei solche Hirsche. Die wurden mal eben so weggekegelt, wie so ein paar lebendige Kegel. Aus Tierfleisch. Nicht wahr? Ganz genau. Sah ziemlich lustig aus. Na, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr den Ball da verfolgen. Der rollt dann, oh, keine Ahnung, bis er zum Stehen kommt. Irgendwann verschwindet der. Wir sehen uns bei Drogentrip Nummer 4 mit Benzin. Bis gleich. Wieder zurück und wir stehen kurz vor Drogentrip Nummer 4 mit Trevor und Ron ist am Funkgerät. Der hört wieder irgendwelche Aliens ab, keine Ahnung, was der wieder Verschwörungstechnisches aushackt. Hat mich jetzt gerade übrigens ein bisschen länger gedauert, weil ich war ja da oben schon in Vinewood Hills, wo der orangene Ball war. Da bin ich dann beim Krankenhaus in der Innenstadt wieder aufgetaucht. Das war ein bisschen blöd, da muss ich natürlich einen ganz schönen weiten Weg zurücklegen. Da hatte ich dann hier bei der Police Station, ich zeig's dir mal kurz,
Weil da steht ja mal ein Hubschrauber rum, hier bei der Polizeistation hier. Oben auf dem Dach bin ich dann mit dem Hubschrauber wieder zurück hier nach Sandy Shores geflogen. Müsst ihr halt aufpassen, dass ihr euch da umbringt, dass ihr euch so umbringt, dass ihr wieder hier in Sandy Shores beim Krankenhaus spawnt. Das wäre dann ganz wichtig, dass ihr nicht so einen weiten Weg zurücklegen müsst. Okay, wir machen mal Drone Trap Nummer 4. Benzin schnüffeln mit dem leckeren Lappen. Ich bin gespannt, wo wir diesmal wieder landen. Hoffentlich mal wo ganz woanders. Richtig schräg. Irgendeine richtig schräge Location. Richtig abgefuckt gestört. Mal schauen. Wo sind wir denn jetzt? Irgendwo eine Art. Was ist das? Ich sehe Holz. Ich sehe Trevor. Verrückte Augen. Was ist das? Irgendeine Scheune. Und ein Baseballschläger. Trevor, was hast du gemacht? Hast du irgendwelche hilflosen... Er schreit wieder nach seiner Mutter, ja. Wir erfahren auf jeden Fall richtig persönliche Sachen über Trevor. Wenn er hier seine Drogentrips hat. Manchmal auch sogar ein bisschen mehr. Hier ist ein Baseballschläger, ja. Hat er irgendwelche hilflosen Bauern verprügelt? Irgendwelche hilflosen Obstbauern? Hier hilflose Tomaten anbauen? Ja, hier, der ist in der Scheune gespawnt und wir sind irgendwo in Grapeseed. Das ist hier Grapeseed, das kleine Nest. Und hier gibt es ja auch ein Deathmatch. Und hier sind irgendwelche Felder, wo... Das sind Tomaten. Das ist kein Weed. Nope. Es sind wahrscheinlich nur ganz normale Tomaten. Anyways, das war Drogentrip Nummer 4. Ich glaube, einen machen wir noch, weil es so schön war. 5 ist eine schöne runde Zahl. Vielleicht erfahren wir ja noch ein bisschen mehr über Trevors gestörte Psyche. Bis gleich. Und last but not least, wir stehen kurz vor Drogentrip Nummer 5 und ich habe gerade den Ron hier dabei beobachtet. Das hatte ich übrigens auch jetzt das erste Mal gesehen. Ich habe den dabei beobachtet, wie er eine Flasche mit irgendeinem Inhalt, hat er den Inhalt hier reingeschüttet in einen von diesen Behältern. Und einige wissen sicherlich schon, der brennt hier illegal Schnaps. Ron, der illegale Schnapsbrenner. Und ich muss aufpassen, dass er nicht davon blind wird, ja. Das ist irgendein gefährlicher Scheiß. Hier unten kommt es wahrscheinlich dann raus. Da wird es gebrannt. Hier kommt es ins Fass und ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Jedenfalls kann dann Ron immer schön kostenlos saufen und wird immer bekloppter. Hört immer mehr Stimmen, hört die Aliens ab mit seinem verfuckten Funkgerät. Na Ron, alles cool bei dir? Was hast du da Schönes am Knie? Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Benzin schnüffeln! Drogentrip Nummer 5. Der letzte Drogentrip. Kurze Unterhaltung mit Ron. Die mögen sich auf jeden Fall. So. Ich bin gespannt. Übrigens, der Effekt ist ziemlich cool. Dieser Verzehreffekt hat ein bisschen was von dem Effekt, wenn ihr in GTA Online Bier trinkt, euch richtig besauft oder generell Schnaps trinkt. Dann geschieht das auch. Habt ihr auch dieses Flimmern, diese Art Hitzeflimmern, keine Ahnung, diese Bildverzerrung. Ja. Save the Sands, wo sind wir gelandet? Gelandet? Irgendwo in Sandy Shores, in irgendeinem fucking Swimmingpool. Mann, das Zeug ist zwecklos. Davon wird mir bloß klar, wie schrecklich dieses ganze Dasein in Wirklichkeit ist. Ja, Trevor hasst auf jeden Fall seinen Lifestyle und merkt, dass er das Problem mit Drogen auch nicht beheben kann, ja? Lass die Finger von fucking Drogen, besonders von fucking Alkohol. Und du haltst das Maul hier, komm. Du hältst die Fresse. Ganz genau. Okay. Ja, schön in den Arsch getreten. Bam. Jo, das waren die Drogen-Trips mit Trevor. Hier schön im Swimmingpool. Sind irgendein alter Swimmingpool wahrscheinlich. Sind ein paar Skater hier immer unterwegs. Ich schau mal gerade nochmal auf die Karte, wo ich bin. Nachts. Gar nicht so weit entfernt von Trevors Haus, da kann ich ihn praktisch hinlaufen, um noch ein paar andere Drogentrips zu machen. Ihr könnt es ja selber mal ausprobieren, was ihr noch so erlebt. Ich habe schon mal einmal erlebt, da bin ich dann bei diesem Art Hippie-Lager aufgewacht. Irgendwo hier oben ist es ja, ich glaube hier so, wenn ich mich richtig erinnere, da wo die Hippies ums Campfire stehen, also ums Campfire, wo dieses UFO da ist und diese angemalten Trucks und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und dann bin ich einfach mal ins Lagerfeuer gerannt und habe da 8 Hippies mit meinem brennenden Körper angezündet. Ja, das ist halt Trevor, typisch Trevor, wie er lebt und lebt. Anyways, schreibt mal in die Comments oder einfach, wenn ihr Bock habt, ob ihr das schon kennt, ob es euch jetzt auch neu vorkommt. Mir kam es auf jeden Fall super neu vor. Ich wusste es nicht. Ich war ziemlich erstaunt. Ich musste ja auch erstmal eine Weile suchen, bevor ich hier
was gefunden habe, wo ich immer gedacht habe, so, ja, das kennen sicherlich noch nicht so viele. Ja. Ich war, wie gesagt, auch überrascht. Kannte ich auch nicht, dieses kleine Geheimnis in GTA 5 im Story-Modus hier mit Trevor Benzin schnüffeln, Drogentrips erleben. Ja, Trevor, wo bist du? Da ist er. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Max Holz, We Play Old School. Ihr haut rein, ich bin raus. Bye.